Good morning, ihr Lieben. Mein Name ist Dominik von Freundship. Das hinter mir ist mein Jimny. Ja, und ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kanal. Heute gibt es eigentlich gar keinen richtig krassen Inhalt. Ich zeige euch gar nicht, ob ich irgendwas baue oder ich zeige euch auch nicht, was mein Grundstück macht, auf dem ich hier gerade stehe, sondern ich möchte mich in diesem Video einfach mal bei euch bedanken. Ich möchte Danke sagen für über 70.000 Abonnenten bei YouTube und es ist krass. Ich bin krass geflasht, muss ich sagen. Das ist jetzt knapp 2,5 Jahre her. Da habe ich den YouTube-Kanal Freundship gegründet mit dem Ziel, meine Camper-Umbauten euch zu zeigen, wie ich einfach Dinge baue und so weiter. Und scheinbar kommt das irgendwie ganz gut an. 70.000 Leute schauen mittlerweile zu. Das ist echt verrückt. Hätte ich am Anfang vor 2,5 Jahren wirklich nicht gedacht, dass so viele Menschen sich von mir begeistern lassen und meine Videos schauen. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Wie du das immer hinkriegst, weiß ich nicht. Wie du das alles unter einen Hut bekommst. Du siehst immer top aus. Top Outfits, top Frise übrigens. Auch sehr, sehr geil. Auf jeden Fall habe ich heute zu diesem wunderbaren Anlass, der wirklich ein Grund zum Feiern ist, eine Kleinigkeit, die ich gerne unter euch verlosen möchte. Und zwar hat mir mein langjähriger Partner Frontrunner eine nagelneue LED-Bar zugeschickt und die packen wir jetzt gemeinsam mal aus. Dann zeige ich euch, was das für eine ist und dann erkläre ich euch, was ihr dafür tun müsst, um diese LED-Bar gewinnen zu können. So. Ich hatte ehrlich gesagt selber noch gar keine Chance, da reinzuschauen, weil ich nämlich bis heute quasi die ganze Zeit unterwegs war und die LED-Bar tatsächlich auch schon ein paar Tage hier liegt. So. Wie gehst du auf, Kollege? Boah, Leute, es ist so warm heute, ey. Puh. Hier gibt es die Bedienungsanleitung. LED-Bar heißt übrigens FX1000. Und, oh, Alter. Die sieht ja mal nur geil aus. Gut verpackt ist sie auf jeden Fall schon mal. Wow. Das ist ein Hammerteil. Ja Leute, so sieht das gute Stück aus. 40 Zoll ist die groß, also eigentlich genauso groß wie die ich aktuell schon verbaut habe. Ich zeige es euch jetzt nochmal in der Detailaufnahme. Das ist das gute Stück. Sie ist deutlich flacher als normale Standard-LED-Bars. Und hier sehen wir auch schon die LED-Bar. Wir haben hier hinten diese Kammern. Also grundsätzlich die LED-Bar ist eine Mischung aus Fernlicht und Nahausleuchtung. Wir haben insgesamt 8000 Lumen Lichtleistung. Das ist richtig viel. Ja, und ansonsten wird die LED-Bar hier mit einem Stecker geliefert, wo ihr dann selber eure Anschlüsse machen könnt. Die LED-Bar hat eine Größe von 40 Zoll, entspricht ca. 1,5 Meter, passt also an jeden Frontrunner-Dachträger dran, denn es wird mitgeliefert im Gewinnspiel auch der originale Anschlusssatz von Frontrunner. Der ist hier in der Kiste drin. Das bedeutet, wenn ihr ein Frontrunner-Rack habt, dann könnt ihr das 1:1 auf dieses Rack montieren mit den entsprechenden Haltern. Wenn ihr noch kein Frontrunner-Rack habt, dann könnt ihr euch ein Frontrunner-Rack zulegen. Link ist unten in der Beschreibung. Ja, und wenn ihr das auch nicht machen wollt, dann könnt ihr die LED-Bar mit den mitgelieferten Haltern, die dabei sind, natürlich auch an alles andere montieren. An einen selbstgebauten Rack, an eine Stoßstange, keine Ahnung. Gibt es 1000 Möglichkeiten auf jeden Fall für. Mein Kollege Marvin von It's Marvin, wo ich meinen Krankenwagen gekauft habe, der hat diese LED-Bar schon ausführlichst getestet und bei sich am Amarok verbaut. Und was er dazu zu sagen hat und wie das Ding dann bei Nacht aussieht, das blende ich euch jetzt hier mal kurz ein. Ihr könnt das ganze Video natürlich dann auch bei It's Marvin auf dem Kanal sehen. Verlinke ich euch auch mal unten in der Beschreibung. Ich habe jetzt leider keine Möglichkeit, das Ding mal anzuschließen. Es ist doch sauhell, die Sonne brennt hier auf dem Planeten. Deswegen holt euch da einfach einen kurzen Überblick und dann geht's hier weiter. Okay, Betriebsanleitung durchgelesen, nochmal eben reingeschaut, wie jetzt was montiert wird. Ihr seht, das ist wieder so eine Zirkus-Sarasani-Nummer, jeder Ding jetzt da anzubringen. Reflektoren, in dem Fall sind die angeordnet, dass die hier von unten nach oben strahlen. Bei den anderen war es einfach von hinten nach vorne, deswegen war es vollkommen egal. Das muss so drauf bleiben, auch die Folie da oben, die ist super. Aber nicht zulässig. Ihr seid jetzt heiß darauf, dass ich das Ding einschalte. Haltet euch fest, meine Damen und Herren. Ich drücke hier oben meine Taste fürs Fernlicht und... Bams.
da ist es. Diese Lightbar hat auch außen so ein paar LEDs, die so ein bisschen nach links und rechts scheinen. Ihr seht es im Hintergrund. Wir haben in der Mitte halt diesen Hotspot und das ist halt das, was ich auch gesagt habe. Reines Fernlicht. Auf dem Punkt jetzt hier wirkt es viel zu überstrahlt. Es geht aber um die Ferne und wenn ich das Ding gleich in diesen Weg stelle und ihr das auf der Drohne seht, dann haben wir halt da hinten nicht mehr diesen heißen Spot, diesen hellen Punkt, sondern es ist homogen ausgeleuchtet, weil es halt ein Fernlicht ist. So, vielen Dank an dieser Stelle an den Marvin, dass ich sein Videomaterial verwenden durfte, um euch so ein bisschen einen Einblick darüber zu geben, wie das Ganze tatsächlich montiert aussieht und vor allen Dingen, wie die Lichtausbeute ist. Ich finde die Lichtausbeute richtig, richtig schön. Er hatte ja vorher auch die originale Frontrunner Bar drauf, die es eben damals von Frontrunner so zu kaufen gab. Die wird jetzt abgelöst durch die FX1000 von Osram, die eben speziell für Frontrunner gebaut wurde. Ja Leute, was müsst ihr jetzt tun, um die LED-Bar gewinnen zu können? Zwei Dinge. Ihr müsst meinen YouTube-Kanal abonniert haben, das ist natürlich selbstverständlich, nehme ich an. Und ihr müsst einen Kommentar hinterlassen, wo ihr die LED-Bar dran montieren wollt. Welches Fahrzeug, welches Fahrrad oder in welches Gemüsebeet auch immer die LED-Bar installiert werden soll. Das Gewinnspiel läuft bis Mittwoch, den 5.8. um 20 Uhr. Am 6.8. werde ich dann den Gewinner in den Kommentaren bekannt geben. Also schaut am 6.8. auf jeden Fall auch nochmal rein. Und ja, ich sage auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank für die 70.000 Abonnenten. Danke, dass ihr jetzt alle mitmacht bei dem Gewinnspiel. Und ja, es würde mich natürlich freuen, wenn auch neue Leute den Weg hierher gefunden haben. Denn hier, wo ich jetzt gerade draufstehe, wird es in Zukunft weitere Videos geben. Denn ich habe ein Grundstück gekauft und werde dort eine eigene Halle bauen. Mit dem Ziel, irgendwann einfach auch weiter geilere Fahrzeuge bauen zu können. Da ich aber aktuell in meinem Krankenwagen Vollzeit lebe und keine Schraubermöglichkeit habe, musste ich jetzt den nächsten Schritt gehen, ja, und habe eben dieses Grundstück hier gekauft. Hier gibt es dann die nächsten Wochen natürlich noch Updates und weitere Videos, wie das mit dem Hallenbau vorwärts geht. Wird auf jeden Fall richtig geil. Und wenn ihr noch was schauen wollt, im Abspann verlinke ich euch nochmal die Roomtour vom Krankenwagen. Die ist nämlich auch seit kurzem online und ja, da kriegt ihr nochmal einen schönen Überblick, wie der Krankenwagen aussieht. Also Leute, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, viel, viel Erfolg bei dem Gewinnspiel und bleibt weiterhin dran. Ich würde mich auf jeden Fall weiter über so viel positives Feedback freuen. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald, tschüss mit Ö.